Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck hoch tief. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann auch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus Deutschland und ist in der Baubranche tätig. Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie beträgt ca. 3,9%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier mal aktuell einen Wert von ca. 55% und das liegt in einem guten Bereich. Ich würde sagen, deshalb vergebe ich hier einen halben Punkt. Das zweite Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier haben wir momentan einen Wert von ca. 32% und das ist sehr gut, würde ich sagen. Daher gibt es hier von mir einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen und zwar von 1,5 auf 4,0 Euro je Aktie. Allerdings gab es in diesem Zeitraum zwei Dividendenkürzungen insgesamt. Und hier gibt es von mir einen halben Punkt. Das vierte Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende unterm Strich gleich geblieben bei 1,1 Euro je Aktie. Und hier gab es insgesamt eine Dividendenkürzung. Und das gibt von mir insgesamt einen halben Punkt. Das fünfte Kriterium. Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um ca. 5,3% gesunken und das ist nicht so berauschend, würde ich sagen. Daher gibt es hier von mir einen Minuspunkt. Das sechste Kriterium, wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende weiter ansteigen und zwar von 4,0 auf 4,7 Euro je Aktie, so zumindest die aktuellen Prognosen der Analysten. Und hier vergebe ich einen ganzen Punkt. Das letzte Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Also laut den aktuellen Analystenprognosen soll der Gewinn je Aktie ansteigen und zwar von 6,68 auf 6,86 Euro je Aktie. So zumindest die aktuellen Schätzungen der Analysten für das noch nicht endgültig feststehende Geschäftsjahr 2023. Und hier gibt es von mir nochmal einen ganzen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt hoch tief in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 3,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Dividendencheck am landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2024 bei meinem Dividendencheck und hier landet hoch tief momentan mit den 3,5 erreichten Punkten hier auf dem 8. Platz, also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und übrigens, die abgeschlossenen Jahresranglisten der beiden Vorjahre könnt ihr übrigens direkt oberhalb dieser Rangliste über diesen Link hier abrufen. Und auf die Seite, wo ihr es sieht, kommt ihr übrigens direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch einen Link unter dem Video. So, jetzt in der Grafik zum fairen Wert. Hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist ca. Anfang Januar 2024. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert. Bereinigt. So, das war es dann noch wieder mal mit diesem Video und zum Schluss der Hinweis, mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung, die kann sich dann natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.